Ja, da sind wir wieder. Nach Und ja, eine knappe Stunde, 2 Stunden, drei ja, zwei Stunden. Stunden, so eine knappe Stunde, zwei, drei, vier, irgendwie so halt. Halber Tag, ein Monat. Ja, auf jeden Fall sind wir noch am selben Tag. Das ist schon mal was. Ja. Genau. Da wollten wir ja jetzt Treppchen reinmachen. Da ist schon weg, da ist weg, da hinten auch. Gute Frage. Achso, du bist eh schon treppenmäßig dabei, ne? Dann knallen wir da mal die Lichter ran. So. Dass das hier mal dementsprechend ausgeleuchtet ist. Denn ich bin auf den Server gekommen und in dem Moment ist schon Creeper neben mir explodiert. War weniger geil. So. Aber es fließt noch, oder? Ja. Ja, passt. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt hier mal die Truhe wegräumen. Die habe ich natürlich nicht aufgesammelt. Super. Treppen sitzen. Was? Achso, Treppen sitzen. Ja, das ist gut. Ich brauche Truhen. Truhe. Scheiße. Absolut. Okay, gut. Sehr gut. Ich Das habe ist der wieder so viel. beste Ergänzungstrick. Es gibt auch Ja. ein bisschen Trick. Weißt du, man macht sich eine Truhe Ja, und dann sammelt er es auf, ja. und dann macht man das restliche Inventar einfach voll mit irgendeinem Block, sodass du den nicht auch, sodass du höchstens nur diesen einen Block aufsammeln kannst. Und ja, und Der dann Trick ist ist das. noch aus der Zeit, wo du bei der ESL gespielt hast, oder? Nö. Der Trick ist aus reiner Faulheit entstanden. Also. Weißt du, ich verbrauche lieber meine Ressourcen, als die ganze Zeit da zu stehen, rausschmeißen. Ja. So. So, dann brauchen wir Spitzhacke, habe ich da vorne. Hoffe ich. Nicht Spitzhacke, hier die Sichel. Eisenhacke. Eisen. Ja, damit es noch kaputt ist. Wenn du natürlich noch eine hast, dann nehme ich die auch gern. Klar, ich habe hier einfach den Dia-Rohr. Yeah. Ja, ich bin ja reich genug für Dia-Sachen. Selbst als Ho. So. Okay, dann ist die schon mal weg. Dann können wir hier setzen. Warum dreht er mir die Dinger falsch? Das nervt. Wolltest du eigentlich schon auf das 1.16 Update? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch schon. Vielleicht sollten wir dann vielleicht mal so ein paar Tage sagen, so ja, wenn er wirklich einen Release-Termin feststeht, sollten wir vielleicht mal sagen, dass für Leute irgendwas, irgendwas Wichtiges noch im Nether ist, dass das abbauen, weil wir wollten hier was hätten. Also vom Dings her, ja. Also wenn wir wissen, wann es released wird, Dann gebe ich eine Meldung ja, raus. genau, dann machen wir das. Können wir eigentlich eine Message of the Day im Server einfügen? Nee. Das Okay, ist das blöd. ist blöd. So, da Aber sind das muss ich Wassereimer auch schon drin drüben. Ich hol mal den In Rest. einer Truhe, da müsste ich auch noch was einmal haben. Ja, ich hab doch von der Farm drüben. Dann, da baue ich jetzt gerade erstmal ab und hole das Zeug hierher, bevor wir alles doppelt craften. Selbst wenn alles doppelt craften, mir egal. Ja, aber muss ja nicht sein. Dann fliegt wieder so viel Zeug rum, da Ja, gut. kriege ich einen Krampf. Ich habe schon genug Scheiß hier überall. Du könntest mal die Betten von oben runternehmen. Dann können wir die hier unten platzieren. Ah, ich habe. Ach so, wir brauchen ja eh erstmal. Ja. So. Dann nehme ich
das mal mit. Das da hinten lasse ich jetzt mal noch stehen, weil das brauchen wir ja im Augenblick da oben bei uns nicht. Funktioniert die Technik noch? Ja, bei mir? Nee, jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Nee, nee, habe ich schon abgebaut. Ist natürlich blöd, was ich da mache, aber naja. Das war's, oder was? Mehr haben wir nicht. Komm, die nervt nicht. Ich hab grad erst meine Sachen repariert, alles. Ja. Das ist eine Frechheit. Nur mal zu nerven. So. Ich hab wirklich gerade eben erst, also kann mich von den Studenten und hab mein ganzes Zeug repariert. Weißt du, was ich gerne haben möchte? Hm? Hier so ein. Warte mal, so ein Board. Beziehungsweise die Ausgabe hier drüben wäre auch geil. Von alle Etagen. Warum auch immer das rot ist. So, ja, warte. Steinbau. Achso, es ist noch jemand drauf. Ah, maybe. Maybe. Wann ist er nicht drauf? Warte. Ich habe vorhin auch so geschrieben, so ja, ich habe halt gerade eben noch mal kurz den Server neu gestartet. Ich schreibe so ja. So. Ja, ich habe mir schon geschrieben, dass wir gleich aufnehmen. Und da habe ich so geschrieben, ja, hey, Party und ich wollten gleich aufnehmen, dafür wollte ich den Server neu starten. Und er so, hey, ich bin mild, ich denke so. Er ist so geil. Ja, ich weiß. Ich wollte aber Party und ich. Geil. Alter, das war jetzt stand ich dann so. Habe ich das halt nochmal geschrieben. Habe ich ihm dann nochmal geschrieben, so, ja. So, Killer, was ich mir gedacht habe, war. Ich möchte eine zentrale Schaltkonsole haben, weißt du? Mit den Schaltern, dass ich da auswähle, welche Etage ich abfließen lasse. Und ja. Dann, warte, hier hinten eine Ausgabe von den Etagen. Ich muss erstmal kurz mal meine Villager füttern. Warum? Ja, ich will die Karotten im Inventar loswerden. Achso. Oh, das Schleim. Euer Schleim nehme ich schon immer gerne mit. Nein! Jetzt ist gerade ein Villager flöten gegangen aus meinem einen Ding. Das ist beschissen. Weil das war. Ich weiß nicht, was war das für ein Villager? Okay, anpflanzen tue ich mal noch nichts, weil wir werden es ja erst testen, wahrscheinlich. Jo, ich denke ich auch. Das ist jetzt blöd, weil das müssten wir ja dann hier unten lang verlegen. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich brauche dich. Ja. Ich musste, wie gesagt, kurz mal meine ganzen Karotten loswerden, weil so 15 Stacks Karotten ist manchmal nervig, im Inventar zu haben. Manchmal. Bin schon gut wieder. Ich müsste irgendwann mal meine Slime-Farm mal ausbauen weiter. Vielleicht ist es einfach nur. Naja. So, jetzt muss ich dir das ja nochmal zeigen, weil du ja jetzt weg warst, ne? Ja. Also, vielleicht, da ja hier so die Treppen hochkommen, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß es noch nicht. Wäre Idee. Dass praktisch in der Mitte hier der Abfluss ist und du für jede Etage die Truhen hast. Und eine Schaltkonsole, dass du halt, ne, auf den Knopf drückst und wird's abgeerntet. Ja.
Reicht der Platz da? Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel erst hier anfängst und dahinter die Technik? Du müsstest drei verschiedene Fallschächte machen. Eins, zwei, drei, halt ja. Drei Fallschächte. Einmal da, da und da. Geht sich. Wenn du jetzt geht sich aus. Hast, dann müsstest du eine Wand hier haben. Ja, da kommt eh die Treppe hin. Da haben wir also eine Wand. Also quasi, wenn dann jetzt der Treppe. Ja, das geht sich nicht aus. So. Weil ein Block brauche ich. Also du musst. Mach mal nochmal weg. Huch. Ja. Ich kann gar nichts mehr setzen, ne? Und jetzt könnte man könnte auch noch einen nach hinten gehen, das geht auch. Dann hat man oben schön zwei. Also dann hat man da eine Wand, okay, gut. Ne, müsste man dann aber auch im Endeffekt eine Wand hier runter haben. Ja, das geht ja. Dahinter ist ja wurscht, was das. Hier einfach mit dem Hopper, der das auffängt und dann hier in die Kiste reinschmeißt. Ja, und wie kriegst du den hier angeschlossen? Ja, der muss da ja auch angeschlossen sein. Ach, stimmt. Dann brauchen wir hier nur zwei. Naja, das Ding ist ja, was machen wir mit den, mit dem Obstdingern, die hier sind? Machen wir da extra Truhen, aber schon dieselbe Schaltkonsole, oder? Na, da kann man einfach, dass das dann, kann man machen, dass das einfach alles dann, alles gut, das könnte man auch über Tageslichtsensor einfach machen, ne? Da könnte man das einfach alles, dass alles zusammengeführt wird und dann einfach mit, Ja, du machst das da hinten schon. Die andere Seite ist ja erstmal nicht relevant, das machen wir dann im Nachhinein. Jetzt müssen wir ja erstmal die eine Seite zum Laufen kriegen. Also irgendwie ist das echt zum Kotzen, weißt du, so Cobblestone. Ich brauche richtig lange zum Abbauen um Cobblestone. Aber Hauptsache ich kann Stein instant. So. 1, 2. Also hier hinten ist wie gesagt Platz. Da kann man dann einfach mit einem Wasserlauf, dass es dann hier unten in den Wasserlauf reinfällt. Und es dann halt einfach rüber transportiert wird. Das ist kein Problem. Geht, da kann man dann vielleicht noch einen kleinen, winzigen Item-Evaluator bauen. Wäre ganz easy gemacht. Ja. Und so. Und dann läuft geht's das dahin. Achso, dann läuft der Lachs gut. So, So. Oh. Pack. Ja, wir nehmen Pack, da ist, oder? Reicht ja. Na, nimm gleich das Gute. Ob du jetzt Blue Ice nimmst oder Packed Ice, macht keinen Unterschied. Kein oder ein gering? Es macht einen Unterschied von 0,0. Dann nehmen wir Blue. Sekunden. Ja. Ernsthaft? Ja. Wir brauchen noch Blue Ice, das ist ja klar. Wir müssen eh noch mal was holen. Das hilft eh nichts. Wenn wir die Bahnstrecke holen müssen, müssen wir einen 24-Stunden-Stream mit Ice Farming machen. Oh, da habe ich jetzt schon den nächsten Stream gespoilert. 24 Stunden, also. Yeah, Packed Ice pur. Blue Ice, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen. So. Alter, das tut mir gerade richtig in der Seele weh, was ich gerade hinplatziere. Das passt gut. Soll schmerzen. Ey, es ist einfach nur unnötig. Weil es viel zu viel ist. Dafür haben wir eine geile Farm am Ende. Sieh's mal so. Eine Farm, wo die Items. Brauchen da Blue Eyes nicht mal. Also, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt einen Unterschied macht. Wir werden es nie erfahren. Nein! Singleplayer-Welt gehen und ein bisschen testen. Nö. Dafür ist jetzt zu spät. Gell, das tut uns doch jetzt nicht weh. Die vielleicht nicht. Die auch nicht. Macht keinen Sinn. Nö. Nee, nicht so richtig.
Guck dir mal den Wasserfluss hier an. Warte. Nee, irgendwie nicht. Nee. Das ist der letzte Block. Jetzt ist hier natürlich die Frage. Okay, das muss ich erstmal dann lassen, bis du da deine Technik gemacht hast. So. Oh Gott, die Musik stresst voll Gas. Voll die Battle-Musik. Da wäre ich wahnsinnig beim Bauen. So. Ach ja. Hm? Boah, ich muss mir ja eigentlich... Weißt du, was blöd ist? Ich muss jetzt in den Keller runter, da kann ich mir gleich auch noch Nahrung mitnehmen, und zwar Chorusfrüchte. Also, ich habe ja gerade aus Versehen einen Tunnel zu meinem Keller, wo ich Chorusfrüchte anpflanze, gebaut. Wenn ich da einen Block runter gehe, ist das da direkt. Na, ich habe sogar noch Sachen. Schade. Meine Frage, Chorusfrucht und Keller, meintest du meinen? Nee, ich muss ja in meinen... Also ich muss ja jetzt praktisch aus meinem... Muss ich auch mal wieder abbauen. Ich muss ja jetzt gerade runter in mein Lager, in Anführungszeichen, und da Holz holen. Für die Falltüren. Ah, okay. Und da hätte ich natürlich gleich auch noch was mitnehmen können, was ich jetzt nicht gemacht habe. Weil ich nett bin. Gott sei Dank, wa? So. Ich hätte das Skelett hier gerade fast zweimal von einem Baum runtergeschmissen. Hier. Aber ich bringe dir noch was mit. Weil ich so ein herzensguter Mensch bin. Ein Schlag an den Hinterkopf. Weiß nicht mal, wo ich gerade bin. Nicht da, wo du sein solltest. Siehst du? Musst hochkommen, sonst kann ich dir das nicht geben. Irgendwas wollte ich gerade. Ach, bist du an Engel? War ein Zombie gerade. Komm mal kurz zu mir. Ich weiß nicht, wie du da hin. Okay, warte. Ich zeig dir einen anderen Weg. Ansonsten musst du jeweils durch die Treppe, aber. Hallo, runter. Kommen Sie runter. Kommen Sie runter daher. Hier geht's nicht runter. Ich bin unten. Ja. Hä? Hinter der Kulisse. Ja, weiß ich. Ich dachte, da geht's irgendwo lang. Nein. Oh, das habe ich ja nicht gewusst. Meh. Kommt man da hinten rein? Ne, dann muss ich natürlich zu dir kommen. Ja, genau. Latsch einmal so rum und das muss ich mir ganz kurz wieder einreißen. Ich hab extra einen Gang durch den Felsen gemacht, wo es einfacher ist, zu mir zu kommen. Ich da strotzen mal aus. So. Sehen Sie diesen Glaskasten? Was ist das? Ein Item Evaluator. Wie geht das? Items werden durch Blöcke nach oben transportiert. Aber völlig sind ganz interessant. Achso, ja, natürlich, stimmt. Und das ist halt ein 3x3 Cube komplett voll. Und weil es nach rechts, weil es immer, wenn rechts belegt ist, nimmt er immer in die Mitte. Das ist gut zu wissen. Dadurch kann man halt quasi den ganzen Evaluator damit hochbauen. Nice. Das ist dann jetzt hier irgendwo in dem nächstbesten Hopper gelandet. 20 Stein, genau. Und so. Und das baust du jetzt für uns auch in klein, oder was? Nö. Das ist jetzt, das ist das Kleinste, was man machen kann. Wie gesagt, Höhe ist variabel. Hier komme ich wieder nicht raus ohne. Ah doch, es ist offen. Ja, ist offen. Die klappt sich da halt immer so. Egal. So.
Du lachst auch so rum. Spawn Point Set. Du hast dich gerade in meinem Bett. Mhm. Weil da war schon so eine riesen Mulde drin. Da kann ich nicht rausfallen. So. Mir fällt gerade auf, ich muss wieder in meinen Keller. Was wolltest du da unten eigentlich? Gute Frage. Nein. Mach es immer wieder falsch. Ich habe hier noch Souls sein. Ach nee, ich weiß, es stimmt, ich wollte Kokosfrüchte holen. Obwohl ich Karotten immer Kartoffeln esse. Obwohl ich nur noch 10 warte mal, komm her. Ich hab dir einen ganzen Stack gebratene Kartoffeln mitgenommen. Kartoffeln. Das war ja das Geschenk, was ich dir. Und damit kann ich auch leben.